Hallo liebe Freunde, heute mal einen kleinen Nachbrenner zum Thema Ketten. Ich werde mal eine kleine Rubrik aufmachen hier, und zwar was sich um Zubehör dann dreht. Denke ich mal, ist ganz in Ordnung, bevor wir noch mehr suchen. Folgendes ist gewesen, ich habe hier diesen wunderschönen M48A2GA2 von Revell gebaut. Ich weiß auch gar nicht, was einige Leute haben. Der Bausatz ist an sich sehr gut. Die Details stimmen alle. Vielleicht muss man eben noch ein bisschen an der Gussstruktur nacharbeiten. Was mich aber so ein bisschen stört, sind hier diese Ketten. Erstmal ist es wieder eine Vinylkette, was natürlich dann diesen ganzen Bausatz meiner persönlichen Meinung nach um einige Stufen wieder zurückdreht. Man hätte auch eine schöne Einzelgliederkette machen können. Gut, von anderen Firmen hat Revell gelernt, die Kette darf nicht zu stramm sitzen, sonst ist sie dann hier hinten im Antriebsrad, zieht sie sich dann rein. Da hat Revell das schon mal gut gelöst. Aber die Kette ist viel zu schlaff und so weiter. Müsste man eventuell irgendwie ein bisschen spannen, wie, keine Ahnung. Ich bin aber auch nicht der große Freund von Vinylketten. So, was hat Erik dann gemacht? Ich habe mir eine Einzelgliederkette gekauft. So, ich habe zwei Möglichkeiten gehabt erstmal. Entweder mir die Kette von Friel zu kaufen, was mir aber viel zu teuer gewesen ist. Die wären nämlich mit ungefähr 31 Euro zu Buche geschlagen, bin ich meiner Meinung nach ein bisschen zu geizig dafür. Und deswegen habe ich mir von Bronco die T97E2 Kette geholt, die für den M48 ist, für den M60 und auch für den M88 Bergepanzer. So, ist eine funktionierende Einzelgliederkette und ich dachte mir, yo, jetzt geht's los. Bauen wir mal zusammen. Ich muss euch immer mal eins sagen, bitte, bitte, bitte schaut euch vorher, entweder fragt ihr bei uns in der Gruppe nach oder hier auf dem Kanal, wenn ihr so etwas kauft, seid euch bitte irgendwo dann im Klaren, was auf euch zukommt. Und zwar, indem ihr nicht nur euch die Frontverpackung anschaut, sondern guckt auch mal hinten drauf. Und da kommt die Katastrophe zu sehen. Und zwar, wir haben pro Kettenglied haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Ist schon mal scheiße. So, das müssen wir nämlich alles hier raustrennen aus dem Gussast und nachher natürlich auch bemalen. So, es wird angepriesen, hier kein Kleber ran zu machen, ist auch in Ordnung. Und dann soll man hier auf diese kleinen Pins Zement ran machen. Also, ne, Kleber, ne, Englisch Zement, Kleber. So, das Ganze habe ich dann mal probiert. Man muss wirklich sehr, sehr fein arbeiten. Es ist, ja, wer noch keine grauen Haare hat, wird mit dieser Kette definitiv graue Haare bekommen. Das sind schon mal die Kettenverbinder. Und wie ihr seht, sind die so schön fein und natürlich auch mit dem Gussast hier festgemacht. Ganz, ganz klasse. So will der Modellbauer das haben, damit er richtig schön viel zu versäubern hat. Ja, Ironie lässt grüßen, ne? So. So, wenn dann der Modellbauer das geschafft hat, ich habe es nämlich schon mal gleich vorlackiert. So, wenn der Modellbauer das geschafft hat, kommt dann der eigentliche Spaß, und zwar die Kettenglieder. Guck mal, wie viel von dem Zeug hier noch mit bei ist, ne? So, dann werden wir erschlagen, und zwar von, zählen wir sie mal durch, mischen wir wie die Karten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gussäste, weil natürlich auch keine Kettengliederanzahl drin ist, also beschrieben. So, und dann geht's los, dann haben wir hier die mittleren Verbinder, die müssen gemacht werden, die habe ich auch schon mal gleich vorlackiert. So, und dann kommen die inneren Kettenpolster und dann die äußeren Kettenpolster. Alles super toll, ne? Macht eine Menge Spaß, das zu versäubern und so weiter. Ich habe das mit ein paar Stücken schon gemacht. Bin dann auch zu diesem Ergebnis hier gekommen, nach ungefähr, über eine halbe Stunde versäubern und versuchen zu verkleben, zu fluchen etc. So, am besten ist, wenn man vorher diese kleinen, die hier, ne, die mittleren Verbinder müssen hier nämlich raufgeklebt werden. So, da ist es dann schon mal gut, wenn man sich jetzt die ganze Zeit diese Kettenverbinder nimmt und dann schon mal anfängt, die kleinen hier raufzukleben. Macht sich am Ende schon ein bisschen einfacher. Denn sonst müsste man nämlich, wenn die Kette hier zusammengebaut ist, da den Kleber ranmachen und läuft der Gefahr hinaus, dass der Kleber hier zwischenläuft und schon ist die Kette dann nicht mehr beweglich. So,
Das war der Punkt Nummer 1. Dann muss man natürlich, weil ja diese Kette auf laufrichtungsgebunden ist, muss man aufpassen, dass die Kettenpolster hier alle dann in eine Richtung sind. Macht sich natürlich toll, wenn die Kette dann so herumliegt. So, und wenn man das dann endlich dann hat, legt man sich die Kette hin, friemelt dann die ersten paar Kettenpolster hier hin, nachdem man dann geschaut hat, ob die auch alle richtig rum sind. Dann legt man dann wieder so einen kleinen Verbinder dazwischen und, oh, hört mir bloß auf, was habe ich mir graue Haare gemacht? Also habe ich dann gesagt, passt auf, ich werde in meiner Gruppe, werde ich dann diese Kette dann an jemanden verschenken. Der kann gerne diese Kette dann zusammenbauen, soll er doch seinen Spaß damit haben. Ich möchte meinen Spaß damit nicht mehr haben. Diese Kette ist von mir ausgesondert, weg, tschüss, braucht kein Mensch. Denn so viel Zeit habe ich nicht. Ich möchte ein normales Modell bauen, ich möchte schnell vorankommen. Also habe ich weitergeguckt. Hätte ich vorher auch mal machen sollen. Dann habe ich auf der Seite von Eret Metallbau, Modellbau, man muss ja mal ein bisschen Werbung für die Leute machen, ist dann auch gesponsert worden. Und zwar habe ich hier diese Kette bekommen, diese Einzelgliederkette, auch eine T97E2 Kette. Ob nun früh oder spät, das ist eigentlich relativ egal. Aber hier haben wir dann wesentlich weniger Teile. Wir haben hier pro Kettenglied nämlich nur 3 Teile. Schöne Sache, freut mich. Also, was kommt auf uns zu? Wir haben in der Box haben wir ein paar Gussäste, die so aussehen. Und wir haben hier unsere Kettenpolster, die auch gleichzeitig die vorderen Kettenpolster sind und die hinteren Kettenpolster. Wir haben schon den inneren Haken hier schon mit drin, den Zahn. Und was machen wir? Die Führungszähne sind mit drin. So, und wenn wir das Ding jetzt zusammenbauen, machen wir einfach hier, nehmen wir uns diese Kette, die wir ja vorher schon so zusammengesetzt haben. Das geht relativ einfach. Nehmt ihr dann so 3 Stück, steckt die hier aneinander. Und dann müsst ihr natürlich dann aufpassen, wie rum das dann gemacht wird. Und dann stecken wir einfach nur die Kette hier auf die Endverbinder rauf. Fertig. So, wird abgeschnitten. Andere Seite die Endverbinder auch drauf. Ab der Lack. Fertig ist das ganze Ding. So, ihr müsst natürlich nur aufpassen, in welche Richtung hier die Endverbinder sind. Das wird hier aber innen drin auch nochmal gezeigt, dass man halt aufpassen muss, wie rum der Endverbinder gemacht werden soll. So. Und dann haben wir auch eine wunderbar funktionierende Einzelgliederkette. Wir haben weitaus weniger zu versäubern. Ich werde das jetzt mal hier raustrennen, damit ich euch dann auch zeigen kann, wie doch dann die Kette am Ende sich bewegen lässt. Denn ich habe von Trumpeter schon mal eine ähnliche Kette für einen Leopard 2 verbaut und bin vollends zufrieden gewesen damit. Hat wunderbar funktioniert. Na gut, machen wir es einzeln jetzt. So viel Zeit haben wir noch, wir wollen ja hier nichts überstürzen. Ne, man kann auch die Kettenglieder alle einzeln ransetzen, das ist auch kein Problem. Dann klappt man hier nur mal ein Stück quer hoch von unten. So und fertig zusammen. So, und von dieser Kette, was ich ja erwähnt hatte für den Leopard 2 von Trumpeter, war der Zusammenbau so einfach, so wie hier. Ne, einfach raustrennen, im schlimmsten Fall hier nochmal kurz einmal versäubern, fertig. Und dann andere Seite, das ist das Gute, dass dann eben diese Endverbinder schon genau den Abstand haben, wie wir sie brauchen. Und dann stecken wir dann die Kette andersrum, dann wieder auf die Endverbinder rauf. Ja, das ist natürlich alles live, deswegen geht das natürlich nicht so schnell. Aber wesentlich zeitsparender und besser für die Nerven als diese andere Kette. So, hat einer die Zeit gestoppt? Ich glaube nicht, ich habe sie auch nicht gestoppt, aber ich denke mal, mit Versäubern ist man bei dem Teil hier bei 5 Minuten und die Kettenglieder bewegen sich einwandfrei, keine Probleme. Die Endverbinder sitzen auch gut genug drauf, damit auch keine Probleme nachher sind, dass sie eventuell wegfallen oder sowas. Es kann natürlich mal passieren, dass dann, wenn ihr dann den kompletten Kettenstrang dann habt, dass sich dann eventuell mal ein kleiner Endverbinder löst oder sowas. Das ist alles kein Problem. Dafür haben wir aber eine Kette, die dann am Ende, das ist nämlich immer auch mal das kleine Problem, ob sie dann mit dem Zahnkranz hinten, mit dem Antriebsrad zusammenpasst. Aber hier sehen wir keine Probleme. Die Kette passt sich ideal und wunderbar an und sieht wesentlich besser auch aus. Gut.
Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video mal näher bringen, was denn so das Problem immer ist, wenn wir Zugriffsteile kaufen. Bitte schaut euch die Aktionen vorher auch an. Ich hatte diese eine Kette hier von Bronco, die hatte ich, glaube ich, für einen Fünfer bekommen bei eBay. Und ja, ich bin eines Besseren belehrt worden und sehe dann einfach mal, dass sich diese 5 Euro komplett nicht gelohnt haben. Und deswegen werde ich auch diese olle Kette da verschenken. Soll sich ein anderer drum kümmern. Das Ding hier habe ich, wie gesagt, kostet im Laden ungefähr 15 Euro. Und wunderbar, kein Problem. Sieht am Ende auch gut aus. Kann man natürlich dann auch noch lackieren und auch noch so ein bisschen Spuren ranmachen mit einem Messer. Das macht sich nämlich dann auch wesentlich besser, wenn man dann jetzt hier so ein einzelnes Kettenglied hat. Dann kann man das mit dem Messer besser bearbeiten. Anstatt wenn man hier so eine kleine Fuze hier hat, das sieht wirklich besser aus. Okay, bei Fragen schreibt sie mir unten in die Kommentare. Es ist auch wieder von unserer Gruppe der Link unten drin in unserer Facebook-Gruppe. Ja, ansonsten wünsche ich euch weiterhin gutes Basteln und bis denn.